Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und wir sprechen heute über Marketing, aber nicht über ganz normales Marketing, sondern mit dem Fokus deutscher Mittelstand. Was können Mittelständler, Industrieunternehmen vielleicht tun, um mehr Kunden zu gewinnen, mehr Mitarbeiter zu gewinnen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und dafür habe ich einen Experten mitgebracht, und zwar den Robert Kürz von den Social Media Schwaben. Herzlich willkommen. Und ja, wir besprechen einfach mal so ein bisschen, was es da für Möglichkeiten gibt. Vielleicht zum Anfang mal so ein bisschen so deutscher Mittelstand, Marketing. Da sind die meisten ja wahrscheinlich noch irgendwie im Printbereich unterwegs, könnte ich mir vorstellen. Was ist so das, was die meisten Mittelständler unter Marketing verstehen? Machen die überhaupt Marketing? Gib uns mal so einen kleinen Status quo quasi, was ist da los? Also prinzipiell mal so ein Überblick zum Thema Marketing, oder vielleicht sprechen wir mal über das Thema Mittelstand, weil es eher so ein dehnbarer Begriff. Manche Unternehmen mit Zehntausenden von Mitarbeitern sehen sich noch als mittelständische Unternehmen. Für uns ist so der Mittelstand zwischen so 50 oder sagen wir auch 20 Mitarbeitern, so bis 500. Mhm. Und für die ist meistens Marketing etwas so, das muss man zwangsweise machen. Aber öfter mal besitzen die meisten eher dieses Mindset nach dem Motto, okay, wir haben ein gutes Produkt, wir haben eine gute Dienstleistung, die muss sich ja von alleine verkaufen. Das reicht einfach nur, wenn wir mal ab und zu mal auf einer Messe unterwegs sind oder vielleicht mal den einen oder anderen Flyer an unsere Bestandskunden raussenden. Aber so prinzipiell aktiv Marketing zu betreiben, also in dem Sinne, wie ich es mir so vorstelle, dass man wirklich Neukundengewinnung anstrebt durch verschiedene Methoden, also nicht nur die klassischen Wege, vielleicht auch digitale Maßnahmen, das ist bei vielen so eher so eine untergeordnete, spielt aktuell eine untergeordnete Rolle, was relativ traurig ist. Weil das Problem ist ja, wir haben ja in Deutschland also tausende von sogenannten Hidden Champions, die sind in den Top 3 der jeweiligen Branchen als Marktführer halt zu sehen. Und die verkaufen sich gar nicht. Und wir haben ja die Situation, dass wir immer mehr und mehr Konkurrenz aus dem Ausland bekommen, die Produkte nachmachen. Und der am lautesten im Marketing oder, sag ich mal, so draußen schreit, bekommt ja, sag ich mal, so die meiste Aufmerksamkeit. Weil Produktqualität erfährt man immer erst nach dem Kauf und niemals davor. Ja, ja. Das heißt, im Moment wird das Ganze eher stiefmütterlich behandelt. So, ihr als Social Media Schwaben seid ja eine Agentur, die sich dann darauf spezialisiert hat, Marketing für genau so eine Zielgruppe zu machen. Wie definiert ihr Marketing? Was ist so der Gegenentwurf quasi? Wenn Leute über B2B-Marketing reden, dann ist es ja dann doch häufig wieder Print, Messe, vielleicht ja. LinkedIn, Xing. Was sind so die Tools, die ihr so in eurem Werkzeugkoffer habt, die so für die Zukunft letzten Endes auch vielversprechender sind? Also meine Definition also im ersten Schritt von Marketing ist eher, also überhaupt Kunden zu kaufen. Also ich investiere Geld, damit ich in irgendeiner Form halt Aufträge oder im ersten Schritt halt Kunden gewinne. Mhm. Und Marketing bedeutet für mich, alle Maßnahmen zu unternehmen, um zum einen sichtbarer zu werden und natürlich auch das Angebot nach draußen zu kommunizieren, wo man halt dementsprechend seine Lösung für die Probleme der Kunden halt präsentiert. Mhm. Und viele setzen halt noch so aktuell so auf klassische Wege, wie zum Beispiel Messen, auch Außendienstmitarbeiter, Flyer, ab und zu mal auch vielleicht ein Newsletter, aber der ja postalisch ist, aber weniger, dass es da wirklich so einen digitalen Weg an sich halt gibt. Und wir leben ja im Jahr 2021 mittlerweile. Ich glaube, man muss halt nicht sagen, dass mittlerweile jeder ein Smartphone hat, jeder einen Computer hat und das meiste heutzutage googelt. Mhm. Und dementsprechend, wer jetzt zum Beispiel heutzutage nicht über das Internet gefunden wird, also wer jetzt nicht sichtbar ist, wird bald unsichtbar sein. Und das finde ich echt schade, weil zum einen werden die Unternehmen, die jetzt nicht gefunden werden, keine Mitarbeiter finden. Und erst recht nicht Kunden. Und das sehe ich eher so als Problem. Und wo wir halt unterstützen möchten, wo wir helfen wollen, ist halt zum einen diese alte Welt mit der guten Produktqualität, mit den, sag ich mal so, aktuell erfolgreichen Maßnahmen mit der neuen Welt zu fusionieren. Also wir möchten halt den Unternehmen zeigen, okay, ihr habt ein gutes Produkt und jetzt bieten wir ihnen endlich mal das Marketing, das ihr auch verdient, damit es mal der Produktqualität entspricht. Okay, alles klar. Und das macht ihr dann immer individuell, das heißt, wie ist dann so üblicherweise das Vorgehen? Wenn ich jetzt als Betrieb auf der Suche bin, sind das eher Kunden oder eher Mitarbeiter? Was ist so der größere Engpass meistens? Also prinzipiell gibt es ja so drei Stufen so bei den meisten Unternehmen. Wenn man es ganz genau betrachtet, braucht man ja im ersten Schritt als Unternehmen ja Kunden in irgendeiner Form. Man braucht ja wirklich zahlende Kunden, damit man überhaupt eine Rechnung bezahlen kann und Mitarbeiter bezahlen kann. Zweitens, wenn man natürlich die Aufträge hat, kommt ja natürlich der größere Engpass mit den Mitarbeitern, weil irgendjemand muss ja die Arbeit machen, irgendjemand muss es ja produzieren, irgendjemand muss es ja entwickeln und auch verkaufen.
Und wenn, sage ich mal so, diese zwei großen Töpfe, ich sage mal die zwei Kernprobleme gelöst sind, kommt irgendwann mal so der dritte Part, wo man ja in irgendeiner Form das auch systematisieren muss. Also dass man ja, je größer man wird, desto mehr Probleme hat man ja zum einen, weil je Mitarbeiter man hat, je mehr Produkte man auch teilweise anbietet, je mehr Kunden man hat, ist dieses Geflecht ja viel komplizierter. Und dann geht es eher darum, so auch Prozesse zu implementieren, sei es jetzt im Marketing oder im Vertrieb oder auch in der Mitarbeitergewinnung. Okay. Und wenn ihr jetzt da entsprechend die Leute ansprechen möchtet für, das ist dann im Prinzip einfach Social Media, so wie euer Firmenname sagt. Das heißt, ihr setzt da voll auf die sozialen Netzwerke. Ja, prinzipiell ist unser Name auch Programm. Wir heißen ja die Social Media Schwamm, zum einen natürlich unter dem Aspekt, dass wir ja Social Media anbieten. Ich werde darauf nochmal genauer eingehen, wie wir das Ganze natürlich für die Kunden halt umsetzen. Und natürlich Schwaben, weil wir, sage ich mal so, hier aus Baden-Württemberg kommen, aus dem Herzen Stuttgarts und dementsprechend sozusagen die schwäbische Qualität so nach außen bringen, was das Thema Marketing angeht. Mhm. Und was es vor allem beim Social-Media-Thema halt an sich halt geht, wir betrachten, also ich komme ja selbst aus der Technik, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier Marketing an sich hier nur studiert haben oder hier irgendwelche IHK-Kurse belegt haben, sondern ich habe ursprünglich Mechatronik studiert, habe jahrelang selbst als Ingenieur gearbeitet, habe zum einen natürlich das technische Background, genauso wie unsere Mitarbeiter zum großen Teil und auch mein Geschäftspartner und dementsprechend verstehen wir auch die Produkte, auch die Dienstleistungen und natürlich auch die ganzen Zuliefererbeziehungen, die es ja teilweise gibt. Mhm. Und dementsprechend können wir uns sehr gut in unsere Kunden da hineinversetzen und sehr gut auch verstehen, warum wollen sie diese Kunden gewinnen, welche Aspekte muss man halt nach vorne bringen, welche Vorteile nach draußen kommunizieren und wir verbinden das dann mit unseren ganzen Marketingmethoden aus dem Bereich der sozialen Medien. Mhm. Social Media muss man aber eher für uns so aussehen, wir gucken das einfach an, wir sind halt Ingenieure, als praktisches Werkzeug zur Kundengewinnung und zur Mitarbeitergewinnung, um weniger das jetzt als den heiligen Gral zu verkaufen, weil ich finde viele Agenturen, viele Experten und Trainer da draußen sprechen davon, dass Social Media hier alles revolutionieren wird, aber prinzipiell geht es eher darum, halt bestehende Prozesse, die ein Unternehmen hat, die vielleicht schon erfolgreicher sind, einfach zu ergänzen oder in irgendeiner Form auch zu hebeln. Mhm. Und dafür gibt es halt mehrere, sage ich mal so, Plattformen und auch mehrere Wege, die wir vielleicht auch nachher nochmal im Detail auch erläutern können. Ja, ja. Vielleicht vorab, bevor wir so ein bisschen mal auf Wege und Strategien eingehen, nochmal so die Frage, also für wen ist das überhaupt geeignet? Ist das für alle Mittelständler geeignet? Weil es gibt ja auch Mittelständler, die produzieren irgendwelche Industriemaschinenbauteile, die dann irgendwo verwendet werden. Die haben mikroskopisch kleine Zielgruppen gefühlt. Ist das für die auch geeignet oder nur für Leute, die größere Mengen an eine größere Zielgruppe verkaufen? Oder wie sieht das so aus? Also was ich eine Sache mehr oder weniger beobachtet habe oder vielleicht so ein Grundgesetz, je nischiger das Angebot ist, also wirklich je präziser das Angebot formuliert ist, dass man genau dieses Teil oder diese Schraube für diese und jenen Kunden da entwickelt, umso besser funktioniert das. Warum? Okay. Weil die ja schon sehr gut positioniert sind und diese Positionierung muss man ja auch nach außen kommunizieren, damit alle anderen da draußen auch verstehen, okay, der steht für das und das und der hat eine interessante Lösung. Mhm. Und so wie du es ja vorher schon gesagt hast, für wen kommt es in Frage? Eigentlich für alle Unternehmen. Weil am Ende des Tages ist es ja schon sehr interessant zu sehen, wir sprechen ja hier nicht von irgendwelchen Startups oder von kleinen Selbstständigen, sondern es sind ja Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten existieren und erfolgreich auf dem Weltmarkt sind. Und wir nutzen halt die Methoden, die wir haben, als Katalysator dafür. Dementsprechend, wenn schon dieses Angebot ja draußen in der Welt funktioniert, dann funktioniert das auch über die sozialen Medien genauso. Warum? Menschen kaufen immer noch von Menschen, egal ob es über Social Media zustande kommt, über Messen, oder vielleicht über Weiterempfehlungen. Okay, alles klar. Skizzier doch mal vielleicht so ein bisschen, damit man das mal versteht. Wie sieht zum Beispiel so eine Werbeanzeige aus? Worauf zielt die ab? Ist das dann so, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Schrauben, kauf meine Schraube und das wird dann bei Facebook irgendwie ausgespielt? Oder was ist eigentlich so die Grundidee dahinter? Wie geht man da vor? Ja, ich denke mal, du hast ein gutes Thema gerade angesprochen. So, man muss halt im B2B-Bereich Marketing und auch die Akquise anders betrachten als im B2C-Bereich, also in den Konsumgütern zum Beispiel oder im Endkundenbereich. Warum? Es ist ja so, wir sprechen ja hierbei von Maschinen, Anlagen teilweise, die im 5-, 6-, 7-stelligen Bereich unterwegs sind von den Dimensionen her. Da sitzt nicht irgendein Geschäftsführer oder ein Fertigungsleiter auf der Couch abends und sieht so, oh, interessante Anlage, jetzt zum Warenkorb hinzufügen, sondern das sind ja intensive Beratungsgespräche notwendig und vor allem muss man ja auch in gewisser Form Vertrauen schaffen. Das heißt, so einfache, plumpe Werbeanzeigen, deswegen ist es ja so gerade so ein Riesenproblem, warum zum Beispiel teilweise solche Werbeanzeigen, die einfach nur darauf aus sind, jetzt so Performance-Marketing, also für Performance-Marketing
da sind, niemals funktionieren. Warum? Man muss ja erstmal so ein Vertrauen aufbauen. Und was viele vergessen, ist dieser Sales Cycle. Mhm. Wenn du jetzt eine Maschine oder eine Anlage kaufst beispielsweise, dann wirst du jetzt nicht morgen nochmal einen Bedarf haben, sondern es wird sich über mehrere Jahre ziehen. Das heißt, wenn man heute eine Werbeanzeige schaltet, die dann auf einmal eine Person erreicht, die heute keinen Bedarf hat, dann ist sie vielleicht in 3, 6 oder 12 Monaten gar nicht da, wo die Person dann wirklich den Bedarf halt hat. Und dementsprechend muss man das eher so vielleicht auch als Branding betrachten, dass man dementsprechend eine Omnipräsenz über mehrere Kanäle aufbaut. Dazu gehören auch die klassischen Wege, aber zum Beispiel auch über Social Media und auch Google, sodass man in gewisser Form im Gedächtnis bei den potenziellen Interessenten bleibt. Also es geht wirklich darum, prinzipiell Vertrauen zu schaffen, immer im Gedächtnis zu bleiben und dann die Person abzuholen, wenn sie wirklich den Bedarf halt auch hat. Mhm. Und deswegen funktionieren kurzfristige Werbeanzeigen nicht. Und das ist der Grund, warum so gefühlt so über 90% der Unternehmen oder auch viele Agenturen daran scheitern bei diesen Projekten, weil die das Ganze über 3, 6 Monate nur sehen als Zeitraum, versuchen da auf Teufel komm raus, hier irgendwie Werbeanzeigen zu schalten. Und am Ende des Tages kommen keine Ergebnisse, weil vielleicht die Aufträge erst in 12 oder 24 Monaten reinkommen. Ja, ja. Das heißt, das ist ein sehr, sehr großer Fehler, wenn vielleicht auch Unternehmen das Marketing selber in die Hand nehmen, weil die letzten Endes das Ganze noch nicht so durchdacht haben. Was sind denn, wenn jetzt ein Maschinenbauunternehmen vielleicht selber hingeht und sagt, ja, ich probiere jetzt einfach mal selber ein bisschen Werbung zu machen oder ich mache das so, wie ich das immer gemacht habe. Was sind so die üblichen Kanäle und was sind vielleicht auch so die klassischen Fehler sonst noch, die machen, warum Werbung häufig dann gar nicht funktioniert bei denen? Also du hast ja initial einen guten Punkt genannt mit diesem stiefmütterlich behandeln. Also viele, es gibt ja 3 verschiedene Gruppen erstens an Personen, erstens oder Unternehmen. Die einen haben realisiert, dass man soziale Medien zum Beispiel nutzen sollte zugunsten und dass das auch funktionieren kann. Die zweite Gruppe weiß, dass man was machen muss und in irgendeiner Form es mehrere Methoden gibt, aber sich nicht vorstellen können, dass es über Social Media funktioniert. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die meint, okay, uns geht's gut etc., wir brauchen eh keinen neuen Kunden. Wenn wir jetzt mal die ersten 2 Gruppen anschauen, für die es dann relevant sein könnte über die sozialen Medien, die stellen sich das vor, wir stellen jetzt vielleicht einen Azubi ein, einen Werkstudent oder bilden unsere bisherigen Mitarbeiter aus, die jetzt vielleicht so schon 50, 60 sind und vielleicht gar nicht mehr mit der Materie vertraut sind und bespielen irgendwie die Kanäle über die Zeit mit irgendwelchen Postings. Manchmal sind es solche Einblicke vom Tischkicker bis über hin zu einer Kaffeepause, die eigentlich gar keine Relevanz für die Zielgruppe hat, die sie tatsächlich gewinnen wollen. Und machen das vielleicht über mehrere Wochen und Monate. Und das ist jetzt der Effekt, von dem ich gesprochen habe, über diesen Zeitraum von 6 Monaten. Irgendwann mal nach 3 Monaten oder so hören sie damit auf oder die Geschäftsführung sagt, hey, ich sehe da keine Ergebnisse, wir stoppen das Ganze, das funktioniert für uns gar nicht. Mhm. Und das pauschalisieren sie dann auf alle Bereiche, also zum Beispiel auf alle, wenn man jetzt zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter hinzuzieht, der vielleicht das Thema forcieren will oder vielleicht eine Agentur oder jemand Externes, der sie berät. Sie sagen dann, nee, wir haben es probiert, das klappt halt nicht. Und dementsprechend funktioniert Social Media für unsere Branche überhaupt nicht. Okay, okay, alles klar. Das heißt letzten Endes so, Marketingverständnis ist auch eigentlich so etwas, was der Branche insgesamt noch nahegebracht werden muss oder was ihr dann eben letzten Endes auch tut. Ja, unter anderem ja, auch überhaupt dieses Konzept Marketing an sich zu verstehen. Also ich habe viele Erfahrungen gesammelt, dass es viele Mitarbeiter gibt, die seit Jahren, Jahrzehnten arbeiten, aber so grundsätzliche Sachen auch nicht teilweise verstehen, auch teilweise Geschäftsführer nicht. Das ist ja gar nicht so schlimm, das kann man ja auch nachholen, aber man muss ja in gewisser Form auch offen für diese neuen Wege sein. Und wenn man da halt sich verschließt, dann wird dementsprechend auch nichts Neues dabei rumkommen. Mhm. Ja, alles klar. Jetzt ist ja Social Media ein Baustein. Mhm. Wenn wir jetzt mal auch so über das Thema eigene Webseite und so sprechen, wie sind die meisten da aufgestellt? Haben die das schon mal gemacht und das ist halt jetzt einfach nur veraltet oder sind die da ganz gut aufgestellt? Wie kann ich mir das so vorstellen und was ist beim Thema Webseite vielleicht zu beachten, wenn Leute sowas mal angehen wollen? Also ich finde halt, es gibt halt mehrere, sag ich mal so, ein Fundament, oder ich sag's mal besser gesagt, man braucht auf jeden Fall ein Fundament im Internet. Mhm. Und da gehört die Website dazu. Zum einen dient sie ja auch in irgendeiner Form als digitale Visitenkarte. Und zum anderen braucht man ja auch eine Anlaufstelle, um überhaupt den Kontakt aufzubauen. Also wenn wir zum Beispiel über Social-Media-Maßnahmen auch sprechen oder so, ist es ja auch so, dass teilweise sich einige ja direkt über die sozialen Medien kommen, aber andere werden sich ja dann im Nachhinein vielleicht auf der Website eintragen. Und dementsprechend braucht man auch eine gute Website. Und was viele Unternehmen halt haben, ich sag mal so, öfter mal sind es halt so Webseiten so von den Anfängen des Internets. Mhm. Sag ich mal so ein Drittel davon. Ein anderes Drittel hat schon, sag ich mal so, eine moderne Website, vielleicht vor kurzem vielleicht aktualisiert auch tatsächlich, aber die auch gar nichts aussagekräftig ist. Also es kann sein, dass du wirklich auf viele Unternehmen gehst, alle Webseiten sich angleichen, obwohl die ganz andere Angebote halt haben. Mhm. Und der letzte Teil oder so weiß, dass sie was zu tun haben, hat auch dementsprechend, ist auch unzufrieden mit der Website, aber Unternehmen auch nichts dagegen. Die meinen, das ist halt so, brauchen wir auch nicht, reicht ja aus, wenn die Leute uns ja persönlich kennen oder vielleicht irgendwas von uns wahrgenommen haben. Mhm.
Und deswegen ist halt die Website doch ein Fundament, von dem wir halt arbeiten müssen. Aber man kann das auch ganz separat und unabhängig von unseren Social-Media-Maßnahmen betrachten. Warum? Weil, wie gesagt, brauchen wir dementsprechend ja auch irgendetwas, was so ein bisschen in den Markt auch pusht. Wir müssen ja auch wirklich auch rausgehen und was hinaus posaunen, weil es wird ja nicht so sein, dass alle Leute einfach nur hin und her googeln, weil wir wollen ja auch wirklich Reichweite aufbauen und natürlich in irgendeiner Form das Angebot nach draußen bringen an die jeweiligen Interessenten. Ja, ja. Was würdest du denn dann sagen, damit eine Website aber funktioniert, was sind so die vielleicht 3 oder 5 wichtigsten Punkte, die eine Website auf jeden Fall erfüllen sollte, die man auf jeden Fall mal abhaken soll, damit die überhaupt irgendwas bringt faktisch? Also im ersten Schritt beim Thema Website ist halt sehr wichtig, dass die auch so mobile responsive sein sollte. Also mittlerweile die meisten Website-Zugriffe geschehen halt schon über das Smartphone oder vielleicht über das iPad oder so oder das Tablet. Dann der zweite Punkt ist einfach noch, der Angebotssatz fehlt öfter mal. Da steht halt zum Beispiel hier, wir sind die Firma XYZ und ganz unten irgendwo ist dann der Angebotssatz da, das und das und jenes machen wir. Oder über 6 Ecken verschachtelt, wo das steht, über uns. Und das sollte vielleicht auf einen Schlag halt gleich zu sehen sein. Gleich, wenn man die Website öffnet, dann zum anderen müssen wir auch, was sehr wichtig ist, was viele Unternehmen wirklich vernachlässigen ist, die verstecken sich immer hinter ihrem Unternehmensnamen und hinter ihren Logos und ihren Produkten. Aber ich habe es ja vorher erwähnt mit dem Thema Menschen kaufen immer noch von Menschen. Es ist so, dass es im Internet dazu führt, dass man deutlich mehr erreichen kann, deutlich mehr Kunden gewinnen kann, wenn man auch vor die Kamera geht, in irgendeiner Form die Mitarbeiter zeigt, den Geschäftsführer zeigt, vielleicht auch ein Video zeigt, wie sieht das Unternehmen aus. Weil die meisten Leute können sich ja gar nicht vorstellen, um was es sich hierbei handelt. Mhm. Und dementsprechend wäre das ein weiterer Punkt. Und viertens und fünftens könnte man vielleicht an der Stelle halt kombinieren, sind sehr wichtig auch Videos. Also ich habe es ja auch schon beim dritten Punkt genannt, man braucht in irgendeiner Form auch Inhalte, die in irgendeiner Form zeigen, hier, dafür stehen wir, das bieten wir halt an, so sieht das Ganze mit uns aus und an der Stelle auch verknüpft mit den Social-Media-Kanälen, weil man muss ja auch sagen, okay, wir sind hier noch auf YouTube zu sehen, wir sind hier auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Xing auch vorzufinden und das wäre vielleicht sehr wichtig auch für das Thema Mitarbeiter, weil du musst ja, man muss sich ja an der Stelle so vorstellen, viele Mitarbeiter, wenn sie sich irgendwo bewerben, die sehen halt höchstens eine Karriereseite mit irgendwie, wir bieten das, wir suchen jenes, aber sehen da gar keine Gesichter, sehen nicht, was für tolle Produkte vielleicht das Unternehmen entwickelt. Die wissen, okay, die machen zumindest hier Zerspannungssysteme oder so oder vielleicht hier diese Anlage, aber die wissen halt zum Beispiel nicht, okay, die arbeiten vielleicht mit Großkonzernen zusammen, die arbeiten international, es gibt auch das und jenes zu sehen und das ist das, was vielen jungen Leuten halt auch fehlt. Mhm. Ja, ja, alles klar. Ne? Also gerade im Bewerbungsprozess ist es ja auch irgendwie heutzutage, wo man früher sich die Bewerber aussuchen konnte, muss man, glaube ich, heute auch deutlich mehr sich selber verkaufen und präsentieren, mhm. damit junge Unternehmen eben auch einen Sinn sehen und ja. sagen, ja, da bewerbe ich mich. Also wichtiger Punkt. So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gehört über Webseiten, über Social Media und so weiter. Klingt natürlich, also für mich zumindest, ist absolut schlüssig. Wir selber sind da ja auch sehr aktiv und viele unserer bekannten und verbundenen Unternehmen auch. Aber wir haben es ja anfangs schon erwähnt, so die meisten Mittelständler in Deutschland, für die ist das noch ein bisschen Buch mit 7 Siegeln. Wenn ihr jetzt kommt und diese ganzen Argumente vorbringt und zeigt, wie das alles so aussieht, rennt ihr dann danach offene Türen ein oder gibt es da noch immer irgendwelche Vorwände, dass die vielleicht sagen so, da weiß ich nicht so richtig. Was sind so die klassischen Gründe, obwohl ja vieles dafür spricht, warum die es dann vielleicht trotzdem manchmal nicht machen? Gut, das ist, glaube ich, so aktuell der größte oder ich sage mal die größte Herausforderung in diesem Bereich. Also ich sehe es da als auch Herausforderung der Dekade an, diese Unternehmen zu überzeugen, dass wir in irgendeiner Form online halt da einige Sachen halt umsetzen müssen, also vor allem über die sozialen Medien. Und als, sage ich mal so, der erste Punkt, der immer kommt, ist ja klar, funktioniert das überhaupt in meiner Branche oder funktioniert das für mein Unternehmen? Mhm. Das höre ich immer und immer wieder. Das ist etwas, was auch viele natürlich auch nach draußen tragen oder auch öfter mal auch immer als Argument dagegen bringen, weil sie vielleicht negative Erfahrungen gesammelt haben oder schlechte Erfahrungen gesammelt haben, weil sie es selber umgesetzt haben, vielleicht auch mit einer anderen Agentur umgesetzt haben, wo sie halt vielleicht schöne Bilder oder schöne Videos mal nach draußen gebracht haben, aber natürlich auch keine Kunden darüber gewonnen haben und dementsprechend das natürlich auch zu uns halt rübertragen. Ich habe es ja aber vorher schon gesagt, es ist so, wenn ein Unternehmen ja schon erfolgreich ist am Markt und es gewinnt über Messen, über klassische Wege, vielleicht auch über Kaltakquise Kunden und kriegt auch noch immer weiter Empfehlungen, warum sollte es nicht über die sozialen Medien funktionieren? Ist einfach nur ein weiterer Kanal, der vielleicht anders funktioniert von der Idee her, von der Systematie.
aber dementsprechend natürlich die gleichen Ergebnisse auch erzielen kann, wenn auch nicht bessere. Also ich glaube, letztes Jahr ist, glaube ich, vielen Unternehmen bewusst geworden, also im Jahr 2020, dass man vielleicht auch gar nicht mehr rausgehen konnte, dass die Mitarbeiter vielleicht auch zu Hause sitzen mussten und keine Kundenakquise möglich war. Und der einzige Weg war tatsächlich über den digitalen Weg, und zwar über die sozialen Medien beispielsweise, wo man auch wirklich auch vom Homeoffice zu Hause auch Kunden gewinnen könnte, ohne das Haus zu verlassen, ohne teure Messebesuche zu machen oder dementsprechend in irgendeiner Form hier Print-Material zu drucken, was auch mittlerweile auch nicht mehr so umweltfreundlich ist, denke ich mal. Ja, ja. Was letztes Jahr auch passiert ist, also wir sprechen gleich nochmal so ein bisschen über die Zukunft der Branche, das ist auch ein wichtiger Punkt, aber vielleicht vorher noch ganz kurz, was wir letztes Jahr auch gesehen haben, ist, es haben sich letztes Jahr natürlich, weil auch viel schnell digitalisiert werden musste, natürlich auch viele Dienstleister gegründet und sind in den Markt gekommen, bestehende Agenturen gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Wenn ich jetzt als Mittelständler mir irgendjemanden suche und sage, okay, ich habe die Kompetenz nicht, ich weiß auch jetzt nicht, wie ich sie spontan aufbauen soll, also suche ich mir irgendeine Unterstützung. Was würdest du sagen, sind Kriterien, auf die ich auf jeden Fall achten sollte, und was sollten so rote Flaggen sein, wo ich direkt sehe, okay, das ist für einen Mittelstand nicht der richtige Ansprechpartner? Ja, also du hast ja gerade gut erwähnt, letztes Jahr kamen sehr viele Agenturen auch raus, sehr viele Experten, Dienstleister oder so, die sich jetzt da mittlerweile befassen und es auch für andere Unternehmen umsetzen wollen. Was sich halt aber auch zeigt, ist so, erstens, man kann so eine Fähigkeit oder dieses, sag ich mal, so dieses Skillset, was man hat, nicht von heute auf morgen erlernen. Es versuchen auch einige traditionelle Werbeagenturen, die über klassische Wege dementsprechend für die Kunden solche Maßnahmen ergriffen haben. Und zum anderen fehlt auch zum einen auch dieser technische Background. Also wir reden ja von technischen, erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen. Mhm. Das ist jetzt kein Lippenstift oder ein Fitnessartikel oder irgendwie irgendeine 0815 Dienstleistung oder irgendein Produkt, wo man ganz einfach bewerben kann, wo es ganz klar ist, was der Interessent am anderen Ende zu erwarten hat. Wir reden hier von wirklich Produkten oder ich sag mal so von einem Angebot, wo meistens eine sehr kleine Zielgruppe ist, die vielleicht in irgendeiner Form auch, sag ich mal so, auch eine gewisse Komplexität erwartet, also in der Erklärung etc. Und gleichzeitig kommt man ja auch nicht so leicht an diese jeweiligen Personen ran. Also viele unserer Kunden möchten ja nicht nur irgendwelche Geschäftsführer gewinnen oder so von Unternehmen. Das ist ja, das kann man ja auch recherchieren. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Aber die möchten vielleicht irgendwelche Fertigungsleiter, Konstrukteure teilweise, technischen Einkauf gewinnen. Der ist halt nicht offensichtlich und der hat jeweils seine eigenen Vorlieben, wie er gerne zu angesprochen wird oder wie er gerne zu erreichen ist. Und dementsprechend würde ich halt allen Unternehmen halt raten, schauen Sie sich erstmal im ersten Schritt an, was hat die Agentur erstmal in der Vergangenheit geleistet? Hat sie schon mal mit solchen Unternehmen zusammengearbeitet? Hat sie in irgendeiner Form auch dieses Hintergrundwissen, diese Zuliefererbeziehung bis überhin, versteht sie auch grundlegende technische Zusammenhänge? Weil wenn das vorliegt und die passenden Marketingstrategien auch noch vom aktuellen, sage ich mal so, Jahrtausend da sind, dann kann es funktionieren. Und dementsprechend ist es enorm wichtig, darauf aufzupassen, weil sonst wird man vielleicht negative Erfahrungen sammeln und schlussendlich sich dann wundern, warum es doch nicht funktioniert hat. Ja, ja. Sprechen wir vielleicht mal ganz konkret darüber. Ihr habt ja mittlerweile auch schon den einen oder anderen Mittelständler da betreut, also einige in der Zwischenzeit. Wie sieht so ein Ergebnis konkret aus? Beschreibt mal vielleicht so ein bisschen was, vielleicht auch in einem Beispiel. Wo stehen Unternehmen dann zum Beispiel vorher und was für ein Ergebnis kam dann am Ende bei raus? Ist dir da irgendwie so ein Fallbeispiel in Erinnerung geblieben? Also wir haben jetzt mittlerweile über 100 Kunden betreut und was sich halt immer wieder gezeigt hat, jeder Kunde für sich hat sein individuelles Ergebnis erreichen können. Das zeigt sich auch in der Form, dass kein Unternehmen dem anderen gleicht. Zum einen ist das Angebot unterschiedlich, zum anderen sind auch die Märkte, sage ich mal so, ganz anders, wenn man zum Beispiel von einigen Unternehmen spricht, die jetzt nur in Süddeutschland unterwegs sind, was die Kundengewinnung angeht, aber auch einige von uns, die auch Kunden in Kanada oder Südostasien gewinnen möchten. Mhm. Und was zum Beispiel sich bei einem Unternehmen sehr gut gezeigt hat, wir haben ein Unternehmen betreut, das im Bereich der Verpackung, auch der Montage unterwegs war und seit ungefähr 30, 40 Jahren nur von Weiterempfehlungen und Folgeaufträgen gelebt hat. Und wir mit ihnen zusammen zum ersten Mal ein System implementiert haben, wo proaktiv Kunden angesprochen wurden und auch darüber auch Kunden gewonnen wurden. Und da rede ich auch von Konzernen, sage ich mal so im Milliardenbereich, die schlussendlich auch als Kunden gewonnen werden konnten. Und andere Unternehmen, die auch wirklich so klassische Maschinenbauer, hatten wir ein ganz gutes Beispiel an der Schwäbischen Alb,
wo über wirklich über die traditionellen Wege wie Messen gegangen ist, auch über Vertriebler, über Print und Flyer. Mit denen haben wir es halt wirklich geschafft, so innerhalb kürzester Zeit nach 12 Wochen wirklich 8 bis 20 Kundenanfragen zu gewinnen, sei es jetzt aus Südostasien, sei es aus Nordamerika, als auch aus Deutschland. Und das Interessante ist halt, warum die Spanne so ein bisschen größer ist, was die Anfragen angeht, weil es gibt Unternehmen, die brauchen vielleicht 2, 3 Anfragen im Jahr, dann haben die volle Auftragsbücher, weil die vielleicht so 7-stellige Aufträge gewinnen, und andere Unternehmen haben vielleicht kleinere Umsatzvolumen, weil die nur einzelne Werkzeuge verkaufen und dementsprechend deutlich mehr Anfragen halt brauchen. Und es ist auch ganz klar, je teurer das Produkt ist oder je höher das Invest, desto schwieriger ist es halt, die Kunden zu gewinnen, als bei kleineren, weil da kann man relativ schnell Entscheidungen treffen und die Wege sind ja auch kurz bei den Kunden. Aber du hast gerade eben was ganz Interessantes gesagt, das heißt, mit euren Methoden kann man auch Kunden, die im Ausland sitzen, gewinnen. Das heißt, ihr schaltet dann auch gezielt zum Beispiel Anzeigen in anderen Ländern auf anderen Sprachen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also es ist sogar tatsächlich so, dass es im Ausland besser funktioniert als sogar in Deutschland. Mhm. Das heißt nicht, dass es in Deutschland nicht so gut, dass es nicht gut funktioniert, sondern im Ausland sind die Menschen auch deutlich affiner. Also ich weiß ja nicht, in Asien ist es halt so, dass die Leute auch eher gerne mit Beiträgen interagieren, dass sie sich sehr gerne darüber informieren. Es ist sogar so, dass es da zum Beispiel im Nahen Osten so war, dass wir auch Informationen bekommen haben, dass einzelne Bestellungen über WhatsApp aufgegeben wurden. Mhm. Bei einem unserer Kunden im Bereich der Kreissägeblätter hat ein Kunde über LinkedIn aus Kanada einfach eine Bestellung aufgegeben. Also das heißt jetzt nicht, dass es im Nachhinein natürlich über den klassischen Weg noch gegangen ist. Aber was halt zu sehen ist, dass es im Ausland auch genauso gut funktioniert, wenn auch nicht besser. Mhm. Und dementsprechend es gar keine Argumente dagegen gibt, jetzt auch weltweit Kunden zu gewinnen. Ja, vielleicht gib uns doch noch mal so ein bisschen einen Überblick, wie du so die Zukunft einschätzt. Wir haben Corona gehabt jetzt gerade. Es ist eine schwierige Situation gewesen für viele Mittelständler. Gerade sowas wie Messen, Außendienst ist ja so ein Klassiker. Das ging alles nicht wirklich. Dementsprechend haben die viel umgestellt, gehe ich mal von aus. Was denkst du, wie entwickelt sich das in Zukunft weiter? Welche Rolle wird Social Media Marketing spielen und welche Rolle wollt ihr auch so spielen in dieser Zukunft? Also tatsächlich sehe ich auch für alle Mittelständler auch wirklich positive Zeiten, auch sehr gute Zeiten voraus, wenn sie sich wirklich jetzt sehr gut, sage ich mal so, aufstellen, was das Bereich Thema Social Media angeht, weil letztes Jahr hat sich sehr gut gezeigt, mit Corona oder so dementsprechend oder mit der aktuellen Situation sind viele Werbebudgets halt, sage ich mal so, immer noch eingefroren worden. Also klassische Wege, es hat sich gezeigt, dass sie doch nicht der Allesheilsbringer sind und waren. Und dementsprechend doch ein Shift zu sehen ist, dass viele auch Unternehmen jetzt auch mittlerweile realisieren, okay, wir müssen was machen. Und das Tolle aktuell ist halt, Social Media in dem Form, wie wir es machen, ist, sage ich mal so, im Bereich B2B noch in den Kinderschuhen. Also wir haben eine richtig gute Situation, wo man günstige Einstiegsbedingungen hat oder auch Chancen, wo man sich auf LinkedIn, Segen, Facebook, Instagram, auch YouTube und Google sehr gut positionieren kann und sehr viele Marktanteile auch gewinnen kann. Das haben wir auch bei vielen unserer Kunden gesehen. Dadurch, dass sie die Ersten sind, also die First Mover, wie wir schön sagen, konnten sie es schaffen, sich, sage ich mal so, sehr gut auf LinkedIn und auch in den anderen Plattformen zu positionieren und wirklich sehr viel Reichweite zu gewinnen, was dazu führt, wenn wir jetzt mal auch diesen Generationswechsel betrachten, viele junge Leute, die jetzt Führungskräfte werden, auch Geschäftsführer werden, die mit dieser Technologie aufgewachsen sind, kennen nur diese Welt. Und das führt dazu, dass man diese Hebeleffekte hat. Zum einen kommt die alte Generation dazu und zum anderen die neue, die eh damit aufgewachsen ist. Und dementsprechend ist auch mittlerweile auch jeder auf Social Media vorzufinden und zu erreichen, was dazu führt, dass die Unternehmen, sage ich mal so, die beste Chance haben, jetzt damit anzufangen, jetzt auch teilweise auch sozusagen auch Marktanteile zu gewinnen, auch neue Märkte zu gewinnen. Ich habe ja vorher das Beispiel genannt mit den ausländischen Märkten. Viele unserer Kunden orientieren sich um oder möchten vielleicht neue Märkte gewinnen. Und da ist Social Media eigentlich das perfekte Medium, weil man muss ja gar nicht ins Ausland gehen. Man muss überhaupt gar keine Handelsvertretung oder irgendwie einen Standort aufbauen, sondern kann auch wirklich vom eigenen Standort aus mit uns zusammen Kunden gewinnen und auch die Sichtbarkeit steigern, ohne große Maßnahmen zu ergreifen. Und das funktioniert rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und dementsprechend sage ich jetzt mal fazitmäßig, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Gestern war es eigentlich schon besser. Aber ich sage mal so, wenn man es erst in 2, 3 Jahren wagt, wird es umso schwerer. Warum? Weil man muss ja immer mehr und mehr machen, um da sozusagen hervorzustehen. Ja, das ist wahrscheinlich ein relativ starker Wettbewerbsvorteil jetzt im Moment. Ja, vor allem für deutsche Unternehmen, weil wir ja schon die guten Produkte und Dienstleistungen haben. Die müssen wir jetzt nur noch gut vermarkten. Ja. Und nicht wie zum Beispiel im Ausland, wo man erst überhaupt nachziehen muss. Und ich würde es halt raten, jeden Mittelständler jetzt darüber nachzudenken, weil momentan gibt es viele Möglichkeiten. Es kann sich auch in Zukunft sehr schnell ändern. Ja.
Ja, und wer drüber nachdenkt, kann sich bei euch natürlich auch mal melden. Ich glaube, ihr macht auch die Möglichkeit eines kostenfreien Beratungsgesprächs, wo man einfach mal schauen kann, was es so für Möglichkeiten gibt, Situationen mal so ein bisschen schildern kann und dann sieht man ja, ob man da zusammenkommt oder nicht. Wir werden auf jeden Fall unter dem Video hier von den Social Media Schwaben alles verlinkt, dass ihr euch das entsprechend anschauen könnt, wenn ihr da Interesse dran habt oder ein bisschen mehr über das Team rund um den Robert erfahren wollt. Insofern, ich denke, es waren einige Punkte in dem Interview, die man aber sogar schon direkt umsetzen kann. Ich denke, wir haben ziemlich gut gesehen, warum Social Media Marketing für den deutschen Mittelstand jetzt wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte wird. Insofern, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut und war ein super spannendes Interview. Und euch danke ich sehr fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.